Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, ihr habt es im Titel schon richtig gelesen. Es geht heute einfach nochmal um ein generelles Maulbär-Update, also wie sich unsere Maulbär-Gruppierung hier so aktuell verhält. Damit alle Bescheid wissen, es ist jetzt Anfang August und damit ist er praktisch jetzt schon gut, ja, eigentlich schon mehr als die Hälfte der Saison Wir machen jetzt den August noch durch, wahrscheinlich den September. Und im Oktober, wissen wir ja alle, geht das dann schon langsam definitiv dem Ende dieser Saison zu. Und da habe ich gedacht, machen wir jetzt einfach mal anlässlich dieser Tatsache eben ein generelles Maulbär-Update, also mit allen Exemplaren zusammen, wie das jetzt hier so aktuell aussieht. Und dann fangen wir einfach mal an hier mit unserer ganz normalen Morus alba, Gelso Bianco, also der weißen Maulbeere, habe ich ja schon am Anfang so ein bisschen erzählt. Die haben wir ja hier, der hat sich auch super entwickelt. Nochmal kurz hier, damit alle das sehen können. Sieht absolut gesund aus, treibt einwandfrei aus. Ist meines Erachtens nach ein bisschen blass, aber wie gesagt, sie treibt gesund aus. Und wenn das Maulbeeren so tun, dann ist das schon so in Ordnung, dann passt das. Wenn ich mir aber den Stamm angucke, was ich jetzt mit euch machen werde, dann seht ihr hier, dass diese Verletzungen, Entschuldigung, hier seht ihr, dass da Verletzungen waren überall, da auch, da, das war's dann, hier, da sind so ein paar Verletzungen, wie die sich das zugezogen hat, weiß ich nicht, ob das mit dem Transport zusammenhängt und so weiter. Mir ist das gleich, als ich die ausgepackt habe aus dem Karton, ist mir das aufgefallen, dass die irgendwie diese Verletzungen aufweist. Und man sieht aber, dass die schon ganz schön gut verheilt sind. Also hier braucht es noch ein bisschen, aber hier und da, da ist alles schon einigermaßen gut verheilt. Sollte also gut gehen. Sonst, wie gesagt, der Austrieb ist einwandfrei. Ist meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen mager, aber ich gehe davon aus, dass die nächstes Jahr dann wieder ein bisschen mehr zulangt. Also ihr seht ja auch hier, hat sich so ein guter Haupttrieb gebildet, das passt schon. Was ich euch noch sagen wollte, ist, dass die getragen hat, das weiß ich. Die hat, ich glaube, das waren aber nur 1, 2 oder 3 Früchte, so, also wirklich nicht viel. Die sind aber leider abgefallen, bevor sie reif geworden sind. Ich konnte die leider noch nicht verköstigen. Aber ja, hier seht ihr, dass die ersten Blätter langsam gelb werden. Das ist bei Maulbeeren aus irgendwelchen Gründen so. Das haben alle meine Maulbeeren. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Aber meine Maulbeeren haben das auf jeden Fall. Was ist das hier? Ein Dreck oder so. Die ersten Blätter werden immer so ein bisschen gelb. Keine Ahnung. Aber das ist normal. Und ihr seht ja auch, die treibt gesund aus. Also kein Thema. Steigern wir uns mal kurz zur Morus rubra rüber. Die Morus rubra hat sich fantastisch gemacht. Auch wenn die auch hier, wie ihr sehen könnt, so ein paar Verletzungen an der Rinde hatte. Wie die sich das eingefangen hat, weiß ich ja auch nicht. Ist auch egal. Hat die sich super entwickelt. Also mit guten Trieben. Und die Blätter sind auch maximal groß, also die sind deutlich größer als bei einer Morus alba. Hier sind auch wieder die ersten Blätter so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, aber das ist wie gesagt immer so, kann ich nicht ändern. Und alles drumherum macht der Baum durchaus einen guten Eindruck. Wie ihr sehen könnt, er steht auch vor einer Mauer, obwohl er das eigentlich nicht müsste, in der vollen Sonne, die jetzt aktuell nicht herrscht, aber normalerweise ist das halt die volle Sonne und man kann sehen, es tut ihm tatsächlich gut. Er wächst einwandfrei. Hier, das ist auch schon ein bisschen mehr verholzt, dieser neue Austrieb, als bei der Morus alba gerade. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist, dass ich hier unten aus der Unterlage, seht ihr hier vielleicht noch diesen weißen Punkt da, da kam aus der Unterlage ein Ast raus, den habe ich tatsächlich abgeschnitten. Sonst wächst der ja einfach so weit vor sich hin. Ihr seht auch, der treibt immer noch weiter aus. Und wenn ihr euch das hier anguckt, wie groß die Blätter sind, das ist schon enorm und treibt aber auch, wie gesagt, gut aus. Hier mal eben rüber zur, wieder zurück zu einer Morus alba, Sanguee Latte, also Blut und Milch. Davon haben wir dieses Jahr auch welche verköstigt.
Und ich muss sagen, ich finde die richtig gut. Also ihr wisst ja, ich bin ein Freund von wirklich weißen Maulbeeren, also weißfrüchtigen Maulbeeren. Waren sehr, sehr süß. Und ja, haben praktisch genauso geschmeckt wie eine normal weißfrüchtige Maulbeere. Dass die halt alle so ein bisschen unterschiedliche Färbungen hatten, hier mit diesem pinken Touch, fand ich tatsächlich sogar ganz lustig. Also es gab welche, die waren praktisch komplett weiß gewesen. Dann gab es andere, die waren komplett pink gewesen. Und dann noch alles dazwischen. War mega interessant. Ist eine richtig tolle Sorte. Kann ich euch durchaus empfehlen. Guckt euch auch die Blattgröße an hier. Wie groß diese Blätter einfach sind. Also auch als Schattenbaum ideal. Könnt auch sehen, die Triebe fangen hier an langsam zu verholzen, die neuen, und bilden auch dann wieder Knospen fürs nächste Jahr, und die wachsen auch immer noch weiter, also das geht noch. Wir bekommen jetzt demnächst auch wieder in so eine Zwischendüngung, sage ich mal, die natürlich auch. Ihr könnt auch sehen, hier sind die neuen Triebe auch langsam am Verholzen bei der Bianco. Ja, hier bei der Gelsonero. Die hat sich meines Erachtens nach von den Morus Alba Sorten, hat die sich meines Erachtens nach am besten vorgetan. Ich meine, guckt euch das einfach mal an. So, die ist jetzt hier oben an der höchsten Stelle, ist sie jetzt 1,93 groß. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn die weiter so macht, ist die in ein paar Jahren ausgewachsen. Sieht auch unfassbar gut aus mit diesen riesigen Blättern. Das liebe ich an Maulbeeren. Die wird später hier auf unserer Terrasse schön viel Schatten spenden. Und ja, habe ich ja dieses Jahr auch verköstigen dürfen. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, dass ich von schwarzfrüchtigen Maulbeeren generell nicht so der Fan bin. Aber das ist eine Ausnahme. Also ich finde diese schwarzfrüchtige Maulbeere sehr, sehr lecker, weil die einfach auch sehr, 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 sehr süß ist. Ein minimales bisschen von Säure setzt der ganzen Sache dann noch die Krone auf. Wie gesagt, finde ich super, dass das so ist. Bin ich auch einwandfrei mit zufrieden, und ihr seht halt auch einfach, wie krass gut die ausgetrieben ist, ne? Also fängt auch an zu verholzen hier mit den, da sind dann noch die Knospen fürs nächste Jahr, und das geht hier immer noch weiter. Die ist richtig gut angegangen. Kann ich mich nicht beklagen. Auch hier unten, wie gesagt, die ganzen Veredelungsstellen bei den Albers sind ja alle veredelt, die Rubra auch. Alles super gut verheilt. Hier kommt übrigens noch eine, die wird demnächst wahrscheinlich noch reif werden. Und auch gesunde Blattfarbe, keine Krankheiten oder so. Einfach ein richtig schöner Baum. Kann man sich überhaupt nicht beschweren, meiner Meinung nach. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem Star unserer ganzen Maulbeersammlung. Der Morus Macrura, der Sorte Saharan Pur. Wie ihr hier auf den Bildern schon sehen könnt, die ist extremst auseinandergegangen. Also wachstumstechnisch ist die ganz weit vorne. Also die belegt eindeutig den ersten Platz. Ich habe das mal nachgemessen. Also dieser Trieb hier ist ein bisschen länger als 90 cm. Also ist gut einen Meter lang, kann man sagen. Und wie gesagt, wir haben jetzt erst Anfang August, und der wird definitiv noch länger werden. Ihr seht auch, wie schön diese Blätter sind. Die sind fast so groß wie meine Hand. Guckt euch das einfach mal an. Richtig schön. Auch mit den Knospen sind die richtig gut vorangekommen, und das verholzt hier jetzt auch langsam. Finde ich, hat sich einwandfrei hier eingelebt. Ich weiß auch noch, ich habe den ja gepflanzt hier als diesen, ich sag mal, Stock im Boden, und jetzt ist das schon ein richtig schöner, ansehnlicher Baum. Muss sich richtig gut eingewurzelt haben. Und hatte dieses Jahr tatsächlich auch eine Frucht dran. Also grundsätzlich, hier haben alle Maulbeeren halt getragen, bis auf der Sämling vorm Haus, aber der ist ja nochmal so eine extra Geschichte. Sie hat auch getragen. Die Frucht war dann eines Tages verschwunden. Ich weiß nicht, ob ein Tier die gefressen hat oder so, kann ich euch nicht sagen. Ist ein bisschen ärgerlich, weil ich tatsächlich gerne mal erfahren hätte, wie die Fruchtfarbe wirklich ist. Also ob die Fruchtfarbe wirklich weiß ist oder ob die dann doch eher rot ist.
meine, wenn sie, selbst wenn sie rot wäre, gefällt mir dieser Baum trotzdem so sehr. Also, das ist auf alle Fälle immer noch mein Lieblingsbaum. Aber es macht halt schon ein bisschen einen Unterschied, ob die weiß oder rot sind, denn die rotfrüchtigen Sorten sind ein bisschen kältetoleranter als die weißfrüchtigen. Aber die weißfrüchtigen sind qualitativ die besseren, weil die einfach süßer sind. Also ich meine, grundsätzlich sind die Früchte von der Makrura ja sowieso nur süß, aber die rotfrüchtigen haben halt auch noch so, wie gesagt, so eine ganz, ganz kleine Nuance Säure in sich, die die weißfrüchtigen halt nicht haben. Und guckt euch einfach mal an, wie schön dieses Blatt aussieht. Das ist einfach richtig schön. So stelle ich mir einen Maulbeerbaum vor. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn der jetzt wirklich sich etabliert hat, also in so, sag ich mal, 3-4 Jahren, was der dann für Blätter hat, die sind dann noch größer und die machen dann hier richtig schön Schatten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass hier unser Fenster ist. Und dann steht hier direkt der Baum und der gibt dann halt einfach Schatten, weil hier fällt praktisch die Sonne genau rein und das ist ein bisschen nervig, denn dann wird es da drinnen immer warm. Aber dann haben wir hier, wie gesagt, mehr Schatten. Und das ist einfach ziemlich gut. Ja gut, was kann man generell jetzt noch sagen? Also ich muss sagen, dass wir bis jetzt gut durch das Jahr gekommen sind, ohne irgendeine Art von großartigem Schädlingsbefall. Klar, ich musste hier und da ein paar Blattläuse abputzeln. Aber worum ich mir gerade bei ihr richtig Sorgen gemacht habe, das waren ja die Schnecken gewesen. Weil bei Schnecken ist das so, wenn die Maulbeeren angehen, die fressen nicht nur die Blätter auf, sondern auch die Äste und Zweige, die nicht verholzt sind. Und dann würden die praktisch diesen Ast komplett runterfressen. Deshalb bin ich da so erpicht drauf, dass die sich relativ schnell verholzen. Und dass sie halt einfach keinen Schaden davon tragen. Aber das ist nicht passiert. Es ist auch kein Karnickel gekommen. Kaninchen fressen nämlich gerne die Rinde von Maulbeeren ab. Aber das ist auch nicht passiert. Toi, toi, toi. Das darf in den ersten 3-4 Jahren auch absolut nicht passieren, dass hier irgendwelche Tiere rangehen. Das wäre echt nicht gut. Und sonst, ich finde auch einfach diese Farbe, dieses satte Grün von einer schönen Morus-Makrura. Ne? Guckt euch das einfach an. Das ist die beste Farbe, die eine Maulbeere haben kann. Fühlt sich hier richtig wohl. Nee, was passiert sonst noch? Ich muss gucken, weil ich Zeit habe, verteile ich hier bei den Maulbeeren auch noch Guano-Dünger. Also Fledermauskacke auf gut Deutsch gesagt. Und das mache ich immer so. Also die bekommen ja praktisch im zeitigen Frühjahr was. Dann jetzt einmal im Hochsommer in Anführungsstrichen. Und dann nochmal ganz zum Schluss, ganz fein dosiert nochmal, wenn es in Richtung Herbst geht. Aber das lasse ich manchmal auch einfach weg sonst. Aber so, wie gesagt, dieses einmal im Frühjahr und einmal im Sommer, das finde ich, ist schon Pflicht. Man sieht ja auch einfach, wie gut, wie viel die brauchen, um halt so zu werden. Ne? Das ist enorm. Ja, sonst... Ach ja, was mir noch einfällt, Wühlmäuse hatten wir, einen Wühlmäuschaden hatten wir nicht gehabt. Also wir haben hier Wühlmäuse, aber die sind die Maulbeeren nicht angegangen, Gott sei Dank. Das war die Nero da hinten gewesen, da ist so eine, hat man den Gang von der Wühlmaus gesehen, wie die so ganz sich da irgendwie rumgegraben hat. Ich hatte da schon Bedenken gehabt, aber ist nichts passiert, wie gesagt, toi toi toi. Ja und sonst... ist jetzt hier erstmal nicht viel dazu zu sagen. Ich habe mir schon ein Konzept einfallen lassen, wie ich diese Morus Makrura im Winter schütze. Das wird nicht ganz einfach sein und ist auch nicht ganz primitiv, aber ich denke, dass ich damit eine bessere Chance habe, als wenn ich die hier alleine lasse. Auch wenn die hier wegen dem Verschlag und der Hauswand hier relativ geschützt steht und hier sind ja auch noch ein paar, ist auch noch ein Klamottenhaufen, möchte ich es ungern provozieren, denn wir hatten letzten Winter, ihr wisst es ja alle noch, mit diesem Katastrophenschneefall da im Februar, wo ich mir gedacht habe, so jetzt ist der Winter einigermaßen vorbei, jetzt kannst du noch bergauf gehen und dann hatten wir auf einmal einen halben Meter Schnee und die dementsprechenden Temperaturen dazu, muss absolut nicht sein. Und da habe ich mir aber schon was einfallen lassen, aber das besprechen wir dann zum gegebenen Zeitpunkt noch in einem extra Video. In dem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, macht's gut und ciao.